Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen EAFC-Video. Und im heutigen Video zeige ich euch die krasseste Evolution, die einfach gerade da ist. Es ist ja eine neue rausgekommen und die ist wirklich unfassbar heftig. Des Weiteren schauen wir uns die neuen SBCs an und wir testen, ob der Glitch noch funktioniert. Da, wo man eben ganz viele gratis Player-Picks und Packs bekommen kann. Also, das schauen wir uns in diesem Video heute alles an. Und ich würde tatsächlich sagen, wir starten mit dem Glitch nochmal. Das habe ich ja gestern im Video euch erklärt, beziehungsweise das ist ja heute in der Früh dann online gekommen, das Video. Checkt das gerne nochmal aus und testet den Glitch. Vielleicht funktioniert es ja bei euch, auch wenn es bei mir jetzt nicht funktioniert. Aber ich denke, dass es vielleicht noch klappen könnte. Das Ding ist, auf meinem Hauptaccount, ihr seht es, wiederholbar 0. Ich kann es nicht nochmal machen und dementsprechend werde ich jetzt auf den zweiten Account gehen und schauen, ob ich dort das abschließen kann. Also ich teste das Ganze jetzt auf meinem zweiten Account und man muss 50 Karten kaufen und 50 Karten anbieten. Es ist komplett egal, ob sie sich verkaufen oder nicht. Man muss sie einfach nur anbieten und das werden wir jetzt machen. Okay, ich bin jetzt fertig. Ich habe 50 Sachen gekauft und 50 Karten angeboten, teilweise Bronzekarten, teilweise Gold Non-Res. Ist ja auch egal, wie ihr das alles abschließt, aber auf jeden Fall dann einmal L3 drücken und dann kriegt ihr hier einmal die ganzen Rewards. Ihr kriegt Player Picks, 83 plus Player Picks, 80 plus und 75 plus Player Picks, dann ein 83 mal 5 Pack, was wirklich sehr, sehr stark ist und dann sehr viele Münzboosts. Ja, einmal 5k insgesamt, einmal 10k und nochmal 5k. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus, was man hier bekommt. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir uns das Ganze nochmal erglitschen können. Denn es ist ja hier so, dass das Ganze jetzt abgeschlossen ist und man kann das einfach jetzt nochmal abschließen. Hier ist diese Challenge und man muss jetzt hier eigentlich ja nochmal, hey, komm, 50 Karten kaufen, 50 Karten anbieten. Das ist dreimal wiederholbar oder insgesamt viermal halt. Und im Normalfall müsste ich jetzt 50 Sachen eben wieder handeln. Aber tatsächlich ist es dann einfach so, wenn man auf den Transfermarkt geht, und da ist halt jetzt die Frage, ob es noch funktioniert, das teste ich jetzt eben hier kurz, wenn man auf den Transfermarkt geht und eine Sache nur kauft, einen Bronzespieler, und den dann einfach ganz normal anbietet, dann ist es so, dass alles wieder abgeschlossen ist. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das eben noch so ist. Gestern war es eben tatsächlich so und wir gehen rein bei Live und ich bin sehr gespannt und es ist tatsächlich immer noch aktiv. Das heißt, ihr könnt den Glitch immer noch nutzen. Ihr seht es, es ist jetzt so, als hätte ich 50 Karten gekauft und angeboten, aber ich habe nur eine gekauft. Also das ist echt ein krasser Glitch von EA gerade und weil auch eben ein, zwei Leute kommentiert haben in den Kommentaren vom letzten Video so, hey, ja, da kann man ja gebannt werden und das ist gefährlich und was auch immer. Ich sag's euch ehrlich, das ist nicht risky in meinen Augen, weil ich habe die Challenge ganz normal gemacht und jetzt kaufe ich einfach nur Spieler. Ich könnte auch gerade diesen Spieler für eine SBC kaufen. Ich könnte ihn für die Weekend League, für mein Team kaufen. Ich könnte sonst was machen mit diesem Spieler. Ich kann zum Beispiel auch den in den Verein geben und irgendeinen anderen Spieler anbieten. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hier reingehen und irgendeine Karte anbieten, wen aus dem Verein. Ich kann wirklich machen, was ich will sozusagen auf dem Markt. Da bin ich ja null eingeschränkt. Ich kann mir zum Beispiel auch eine Gold Non-Rare Karte kaufen und zum Beispiel hier, keine Ahnung, irgendein Spanier, was auch immer, und keiner kann nachvollziehen, dass ich das jetzt wegen den Objectives gemacht habe. Also das ist sozusagen, auch wenn EA irgendwie die Handlung sieht von euch, ja, was soll euch passieren? Ihr habt ja einfach nur Sachen gekauft und die Sachen angeboten und dass dann wieder das Ziel komplett neu da ist, dafür könnt ihr ja an sich nichts. Also dafür könnt ihr ja wirklich nichts. Das ist halt einfach jetzt wieder da. So, ihr geht dann hier wieder rein und seht dann, ah, okay, ich habe wieder alles abgeschlossen, ich hole es mir wieder. Ja, gut, wenn EA uns das sozusagen so schenkt, dann muss man das Geschenk in meinen Augen auch annehmen. Ich finde es jetzt auch nicht ungut oder irgendwas, weil an sich sind ja eh nur untradable Sachen. Du sozusagen hast dadurch jetzt irgendwie nicht einen unfairen Vorteil gegenüber anderen, dass du jetzt extrem viele Coins oder so for free bekommst. Das ist es ja nicht, aber du kriegst hier eben komplett free, eben untradable Spieler. Und das ist halt wirklich krass. Wir gehen jetzt hier nochmal rein, nochmal eben eine Karte kaufen. Ihr müsst immer nur eine Karte dann kaufen und diese Karte oder irgendeine andere Karte dann einfach nur auf dem Markt anbieten und schon habt ihr wieder alle Ziele abgeschlossen. Und ihr habt hier wirklich gesehen, dass das Ganze einwandfrei immer noch funktioniert, sogar einen Tag, nachdem die Challenge rausgekommen ist. Also vielleicht will EA das auch nicht patchen, das kann auch sein, einfach so als Weihnachtsgeschenk. Ihr seht es, ich habe es jetzt viermal komplett free bekommen. Und das ist halt schon richtig, richtig krass. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, ob wir hier was ziehen. Schreibt gerne in die Kommentare eure Uhrzeit
und ob das Ganze noch funktioniert. Also sozusagen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 22.23 Uhr, aha, Glitch funktioniert noch. Schreibt das gerne in die Kommentare rein. Also ihr seht hier, wir ziehen jetzt auch einige Rated-Karten. Man muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich mein zweiter Account. Da bin ich jetzt persönlich nicht wirklich krass dran gebunden und wir ziehen aber trotzdem einen Inform. Ist trotzdem sehr schön, weil vielleicht irgendwann im Laufe von dem FIFA-Jahr mache ich dann nochmal Challenges auf dem zweiten Account, irgendwelche SBCs, was auch immer. Die Rated-Karten hier schaden auf jeden Fall nicht. Wenn ihr es auf jeden Fall auf eurem Hauptaccount noch nicht gemacht habt, das Ganze, dann macht das Ganze gerne, weil es lohnt sich halt komplett. Du bekommst so viele Karten hier, 80 plus Player Picks. Ihr seht hier, was wir hier ziehen, ja, 84er, 83er, einen Inform auch gerade gezogen. Also das sieht schon alles sehr, sehr schmackhaft aus. Und ich finde es, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon krass, dass das Ganze wirklich immer noch funktioniert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es nicht funktioniert. War schon so ein bisschen drauf eingestellt, so in die Richtung, okay, passt, das wird jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr klappen. Aber ihr seht es hier, es funktioniert einwandfrei. Das heißt, ihr wisst jetzt auch, dass ihr den Glitch, sehr schön, schaut mal hier, 89er und 88er, dass ihr den noch einwandfrei anwenden könnt. Schau mal, Inform nochmal, Alter, was man hier zieht. 83 plus Picks sind halt auch wirklich lässig. Schauen wir nochmal rein in die letzten drei Picks. Wir skippen uns durch. Jetzt nur 3 83er. Ich sage, in dem ziehen wir was, Freunde. In dem ziehen wir was. Habe ich im Gefühl und es ist tatsächlich so. 88er Händler und die letzte Player-Pick-Option bringt uns Parejo. Ich sag's euch, wie es ist. Schaut euch, was wir hier gezogen haben. 89er, 2 Informs. Also das ist schon richtig, richtig schmackhaft, wollte ich sagen. Ich hatte irgendwie zwei Wörter im Kopf, dann ist auf einmal das rausgerutscht. Das war so nicht gewollt. Auf jeden Fall hier 83er, die öffnen wir jetzt auch noch eben, die Packs, die da dazugehören. Ich skippe es jetzt einfach mal, damit wir da schnell durchrushen. Wir ziehen einmal Mané und hier ein bisschen anderen Stuff. Ganz ehrlich, ich stoße die Sachen jetzt auch teilweise ab. Wieso stoße ich sie ab? Weil es eben, wie gesagt, jetzt nur mein zweiter Account ist und da hänge ich jetzt nicht mit Leib und Seele dran und kümmere mich um jede einzelne Karte. Ich war froh, dass ich hier überhaupt die Coins drauf hatte, dass ich die Challenge machen konnte, beziehungsweise die Objectives. Weil beim ersten Mal musst du ja schon 50 Karten eben kaufen und anbieten. Da brauchst du schon ein paar Coins auf dem Account. Also nicht viel. Ja. Wenn du es mit Bronzekarten machst, sind das 10 Karten circa, die du brauchst. Aber ihr kennt das ja, wenn man auf einem zweiten Account ist, da macht man ja sonst nie was. Also dementsprechend, ich hatte da jetzt auch keine, nicht viele Coins drauf. Und dann gehen wir rein ins letzte Pack. Nochmal 83 mal 5. Die ersten drei Packs waren nicht gut, muss man sagen. Stürmer, Italien. Und das ist, glaube ich, diese Frau mit einem 86er Rating, ja, sieht Girelli, aber nochmal Groß und Bronze, das sieht doch nicht schlecht aus. Also Freunde, hier nochmal die Bestätigung, der Glitch funktioniert immer noch und ihr könnt ihn gerne noch nutzen. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema und ihr seht es hier schon, es geht um PSN-Karten, die gerade so krank vergünstigt sind. Dieses Angebot hier gibt es wirklich selten, also 10 Euro Rabatt auf eine 60 Euro PSN-Karte ist schon richtig krass, das sind 15%, normalerweise ca. 10%, jetzt 15%. Das Angebot habe ich euch in der Beschreibung natürlich verlinkt, ihr unterstützt mich natürlich auch, wenn ihr über den Link in der Beschreibung euch sowas holt. Ich sage es euch ehrlich, wenn ihr sowieso PSN-Karten braucht, weil ihr zum Beispiel PS Plus aufladen müsst oder was auch immer, dann lieber jetzt holen, weil das Ganze gilt jetzt noch einen Tag, also ein bis zwei Tage, 42 Stunden eben noch und es ist wirklich gerade sehr, sehr günstig. Also ich schaue hier immer wieder rein, ob da krasse Angebote sind, also noch krassere als die normalen 10%, die man eben sonst bekommt und sowas gibt es nicht ganz so oft. Also nutzt das Angebot gerne, ich habe es euch, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Gut, dann schauen wir in die aktuellen SBCs, die neu mit reingekommen sind. Natürlich unter anderem nochmal der Hinweis, diese Tagesanmeldungs-Upgrade-Sachen, macht das immer. Ihr bekommt da über die Ziele wirklich geile Rewards. Vergesst einfach nicht, diese Sachen abzuschließen, weil man kriegt einfach Free Packs und dementsprechend oder Free Player Picks oder was auch immer. Man kriegt da halt einfach Rewards und dementsprechend macht diese Challenges. Es lohnt sich, seid nicht faul und denkt da immer dran. Ihr könnt es ja auch vom Handy oder so einfach machen. Auch Adventskalender-Upgrade, zack, das ist ja auch immer noch aktiv. Also auch da einfach Bronzespieler und dann irgendwie ein Untrade reinpacken und dann, ja, wirklich nehmt diese Free-Sachen einfach mit einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ansonsten haben wir eine 81 plus Doppel-Upgrade bekommen, die 7000 Münzen kostet. Sie ist unendlich wiederholbar und du musst, wie ihr hier seht, 11 Rare-Karten abgeben. Die SBC ist sehr schlecht bewertet auf Footbin. Sie hat 93% Dislikes. Aber ich muss sagen, ich finde sie nicht so verkehrt, weil ich habe so viele Rare-Karten im Verein drinnen, dass ich teilweise gar nicht weiß, wohin mit denen.
beginnen. Also hier Rare-Karten könnte man komplett hier einfach reinpacken. Ich habe echt so viele Doppelte dann immer bei diesen Rare-Karten, dass ich gar nicht weiß, wohin ich die packen soll. Und dementsprechend kommt mir so eine SPC gerade relativ gelegen. Mit 7k ist sie aber relativ teuer, wenn man sie wirklich kauft sozusagen. Dann haben wir Solo zu Team Upgrade bekommen, eine SPC, die wir so noch nie hatten. Die ist komplett wiederholbar. Man kriegt ein Pack mit 11 Goldprofis. Einer davon ist dann selten und du musst bei dieser SPC einen 85er abgeben. Also sowas hatte ich noch nie gesehen bei FC oder auch in einem FIFA-Teil. Das ist eine ganz komische SPC. Vielleicht gab es sowas schon mal, aber ich habe es echt noch nie mitbekommen. 85er sind dadurch nur so auf 4-2, 4-3 gestiegen. Nicht mal wirklich krass, weil halt die Rewards nicht so heftig sind. Also ein 11 Gold-Profis-Team, wo halt 10 Non-Rares sind, er scheppert jetzt nicht so komplett rein, muss man schon ehrlich sagen. Ansonsten tägliche Winter, tauschbare Challenges, Challenge, die ja, wird ja auch eben jeden Tag hier neu reinkommen, ein Prime Gold Profis Pack kriegst du da. Dann ist Weihnachtsfreude als neue SPC gekommen, ist 6 Tage da und das Pack ist da auch nicht schlecht. Und zwar ist das auch nicht teuer. Ihr seht hier, ja, einfach 14 Chemistry, was echt nicht schwer ist, 75er Rating und ansonsten ist diese SPC einfach sehr, sehr leicht zu lösen. Und auch wenn das Ganze nicht schwer ist, ich werde es kurz aus meinem Verein mit nur Untrades lösen lassen von der KI von Easy SPC, weil das einfach viel besser ist, wenn ich dann nur Untrades abgebe. Gut, so soll ich das nachbauen und genau das werde ich jetzt einfach tun. Ich habe das Ganze jetzt nachgebaut, ist eben sehr, sehr easy, ich gebe nur Untrades ab, dadurch ja, muss ich nicht unnötig irgendwie Coins ausgeben. Falls ihr übrigens dieses Feature auch nutzen wollt, in der Beschreibung ist ja der Code immer drinnen. Also ihr könnt da reinschauen, weil ihr kriegt 50% Rabatt mit dem Code David. Also könnt ihr gerne nutzen, falls ihr euch das holen wollt. Und das Pack, was man eben bekommen hat, gerade ist richtig, richtig gut. Also es ist ein 50k-Pack, ja, es ist kein 25k-Pack. Viele denken, dieses seltene Profi-Pack ist ein 25er, aber das ist ein 50k-Pack. Und ihr seht, wir ziehen leider nichts Gutes. Wir ziehen Olmo, also unser Pack, komplett schlecht. Es ist nämlich sogar tradable, dieses Pack. Oh mein Gott, und ich ziehe einfach wirklich gar nichts Gutes. Ansonsten kamen dann noch zwei wilde SPCs und zwar einmal Del Piero, der kostet 600.000 Münzen. Karte sieht natürlich richtig gut aus, schwacher Fuß, 5 Sterne. Das Bild ist auch richtig witzig, weil er da auch, glaube ich, eine Weihnachtsmütze oder halt allgemein eine Mütze einfach oben hat. Und dann kam Balotelli und der hat wirklich das beste dynamische Bild, was es jemals gab. 50k kostet die SPC und allein für dieses Bild und 5 Sternen Skills sollte man den gefühlt mitnehmen. Also türkische Liga ist nicht leicht zu linken, aber als Super Sub, er ist nicht der schnellste, man muss schon ehrlich sein, aber er hat 99 Dribbling. Es ist geisteskrank. Beweglichkeit 99. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte, wenn du dem Hunter gibst oder so, damit nochmal Tempo und Schießen und so pusht. Leute, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte. Also kann man sich gerne mal das Super Sub mitnehmen. 50k ist da auch wirklich sehr, sehr fair. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich eh schon das Team 2 gesehen, nur nochmal zur Übersicht für euch, einfach zur Vollständigkeit. Hier ist das Team 2, mit diesen Karten könnt ihr euch gerne einmal hier stoppen, damit ihr ja, euch die Karten in Ruhe anschauen könnt. Kommen wir jetzt zu der angesprochenen Evolution, die unfassbar ist. Ganz kurz nur, gestern kamen auch krasse Evolutions, also macht die unbedingt. Diese beiden hier, du kannst da auf ein 88er Rating hochkommen mit wirklich ziemlich random Karten und musst auch nicht wirklich viel machen dafür. Also macht unbedingt diese zwei Evolutions und jetzt kam eine neue raus und zwar Peps Legacy und die sieht unfassbar gut aus. Also ihr seht hier, man muss einen Spieler nehmen, der, also rechts seht ihr es eben, Tempo maximal 90, Dribbling maximal 86, physisch 81 und Linksverteidiger. Also das ist eine Linksverteidiger Evolution und die kostet 350 FIFA Points oder 75k. Aber das lohnt sich schon wirklich, weil du kriegst hier, ihr seht es, 89er Rating zum Beispiel aus Carmona raus. Und ich kann euch mal kurz zeigen, was beispielsweise mit Cancelo passiert, wenn du den in diese Evolution packst. Cancelo geht auf eine 91 und das ist nur die Goldkarte. Ich glaube, man kann sogar den Inform von ihm verwenden und ich habe jetzt gar nicht so passende Spieler, aber ich zeige euch mal kurz, was da möglich ist in der Theorie. Also ihr seht hier, den Inform kannst du reingeben und der kriegt ein 92er Rating dann insgesamt. Das ist wirklich unfassbar. Des Weiteren haben sehr viele eben den Alaba hier als Top-Spieler favorisiert, weil der, Freunde, der geht auf eine 93. Den kannst du dann ja trotzdem als Innenverteidiger spielen. Also die Stats dann, das sieht schon richtig gut aus. Hier zum Beispiel auch. Lauda geht auf eine 96, wenn du die richtig machst hier, die Evolution. Du musst zuerst, das steht hier eh alles, musst zuerst Welcome to Evolutions machen. Dann, ja, perfekt. Dann Buddings, perfekt, Junge. Gehen wir mal zurück hier. Ich möchte nochmal einmal zurück hier, bitte. Einmal zurück. Na, kann ich nochmal zurück oder
Oder darf ich nicht mehr? Also ihr seht es hier, Welcome to Evolutions, dann Budding Starlet, müsst ihr nachschauen, wie das halt auf Deutsch dann heißt, Mittelfelddynastie und dann detailorientiert und dann könnt ihr aus detailorientiert genau noch, die hat ein 91er Rating dann schon, eine 96er Karte machen. Leute, was ist das für eine Karte? Das sieht unfassbar krass aus. Kannst du im LM und so spielen. Ey, was ist das? Eine 96er Evolution kannst du hier rausbauen. Also das ist schon wirklich absolut insane. Des Weiteren Bombastor kannst du reinpacken. Du kannst Grimaldo reingeben. Captivia zum Beispiel, der dann auch unfassbar gut aussieht. Kammerwinger und so weiter. Also ihr seht, Freunde, da ist so viel möglich. Da kannst du so krasse Evolutions machen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, welche ihr machen werdet. Als nächstes Thema habe ich hier nochmal kurz dieses 87er SPC am Start, also 87er Base Centurions Icon Pick einfach, also diesen, ja, den Icon Pick, der einfach gerade da ist, und da gibt es einen Thread dazu, nämlich ob sich diese SPC wirklich lohnt. Und der Dude hier hat das eben von verschiedenen Leuten zusammengesammelt und hier die Referenzen gemacht. Und sein Fazit am Ende des Tages ist hier folgendes. Schau mal, wir gehen hier ziemlich weit runter und ihr seht hier, er hat 78 Picks getestet, also insgesamt in der Community, und hat 34 Loss-Spieler, also welche, die wirklich nicht gut sind, dann Small Win, also so ein bisschen gute Spieler 13, Big Win, also richtig krasse Spieler 18 und Ultimate Team Win, also Ultimate Win, wirklich extrem krasse Spieler 3. Und das ist schon krass, weil wenn man sich das hier anschaut, er hat da kurz auch eine Übersicht gemacht, was denn was überhaupt ist. Also Ultimate Win ist halt eine Karte, die über 2 Mille wert ist, dann Big Win ist über 500k, Small Win ist halt mehr als die SPC kostet, also im Normalfall eben jetzt gerade 270k und halt Loss ist eben weniger. Und ihr seht, was da wirklich rausgekommen ist, es ist in Ordnung eigentlich, also eben Big Win 18 von 68, es ist okay in meinen Augen, dass du da auch immer mal wieder was ganz krasses ziehst, über 500k, und Ultimate Win ist halt nur 3 von 68, das ist relativ wenig. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr aus dieser SPC gezogen habt. Wir machen jetzt eine Sache, und zwar eine, die ihr auch jederzeit machen könnt, gerade, und zwar diese Free Packs abholen. 10 Coins Pack plus 30 Coins Pack, vergesst einfach nicht, diese Packs abzuholen. Es ist komplett free sozusagen, oder nicht komplett free, aber du kriegst halt hier mehr oder weniger gratis Spieler. Das Ganze ist halt immer Untrade, aber es ist trotzdem cool, muss man ehrlicherweise einfach sagen, dass EA uns sowas überhaupt gibt. Also 30 Coins geben wir jetzt hier aus und kriegen 10 seltene Goldspieler, was wirklich nicht schlecht ist, und wir ziehen, ist das dann Alaba, ist der Innenverteidiger oder Linksverteidiger? Der ist doch Innenverteidiger, ja. Okay, wir haben Naschen weggezogen. Gut, jetzt nicht die allerkrasseste Karte. Also vergesst nicht, diese Packs abzuholen, plus ich werde kurz ins Vorschau-Pack auch reinschauen. Das müsste hier bei klassische Packs sein. Ah ne, habe ich schon gemacht. Okay, das heißt, das ist over. Und eine abschließende Info noch, falls ihr sowieso relativ gut seid in FC24 oder EAFC, dann geht mal hier in das Menü und geht dann nach unten und dann kommt ihr irgendwann zu den Turnieren. Das sind diese Turniere hier und ihr seht da rechts oben immer in den Kacheln 500 FC Points. Das ist die Belohnung, die man bekommt, wenn man diese Turniere gewinnt. Es sind immer 32 Teilnehmer, es gibt hier Kickoff, also Anstoß, oder Ultimate Team, und es ist halt jede halbe Stunde oder Stunde. Und ja, das ist eigentlich relativ geil. Man sieht da auch nochmal alle Sachen hier, alles, was relevant ist. Der zweite Platz kriegt tatsächlich auch 100 FIFA-Points, das haben sie jetzt geändert. Und ja, der erste eben 500 und es sind 32 Teilnehmer. Das Ganze dauert wirklich nicht lang. Im Normalfall dauert ein Turnier eine Stunde circa. Das Problem ist, dass da relativ viele Glitcher und so unterwegs sind, die da irgendwie das Spiel dann immer verlassen und dann trotzdem keine Niederlage bekommen. Keine Ahnung, wie die das machen, das will ich auch nicht wissen. Aber da müsst ihr euch drauf gefasst machen, dass da ein paar Leute euch ein bisschen auf den Nerv gehen werden. Aber ansonsten sind die Turniere nicht sonderlich schwer, weil nicht viele Leute wissen, dass es diese Turniere gibt. Das heißt, da spielen relativ viele Noobs mit. Und ja, ihr könnt es ja gerne mal testen. Jetzt über die Feiertage und freien Tage, sage ich mal, vor Silvester, kann man da sicher das ein oder andere Turnier mal testen. Weil 500 FIFA-Points for free, sage ich euch ehrlich, muss keinen Einsatz zahlen oder irgendwas. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Und dann noch zum Abschluss die Info, weil ich es in den letzten Videos immer wieder erwähnt habe. Die UV-Liste ist jetzt im Discord drinnen. Ihr seht hier ein paar Verkäufe. Dadurch seht ihr natürlich auch ein paar Karten, die gut funktionieren. Ich skippe das mal ein bisschen durch. Also falls ihr überteuert verkaufen machen wollt, könnt ihr es gerne mit diesen Spielern machen. Also diese Spieler funktionieren wirklich gut. Die Aufschläge sind alle in der PDF hier drinnen im Discord. Das
ist eben exklusiv für den Discord auch bewusst. Hier seht ihr jetzt mal Verkäufe, weil ich denke, das ist auf jeden Fall ganz cool auch für den einen oder anderen, der das Video hier gerade sieht und eben auch UV machen will. Beispielsweise Griezmann hat sich immer sehr gut verkauft und auch zum Beispiel ein Son oder ein Cancelo gehen extrem gut. Also überteuert verkaufen Liste ist jetzt im Discord, wird früher oder später dann sicher auch mal auf YouTube landen, beziehungsweise ihr seht ja hier jetzt schon mal ein paar Karten, die gut funktionieren. Ansonsten, Freunde, war's das mit dem Video. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.